Wir machen weiter. Wir lösen wieder ein paar Quests ein. Du hast den Rest des Universums davon überzeugt, dass Shaxs große Funkenstadt in Wirklichkeit eine große funkelnde Todesfalle ist. Du hast außerdem Moxys Kamera angefasst, was bedeutet, dass du dir wahrscheinlich in die Hände waschen solltest mit Säure. Was? Na komm schon. Ja, toll. Na komm schon, wer macht denn sowas? So, Hauptquest, please. Mit der Taschen unter Hand, Briggs kommt dann an deiner Seite und dem hochgestuften Claptrap in Sanctuary bist du nun bereit, Control Core Angel zu stürmen und dir den Kammerschlüssel zu schnappen. Oh. Zeit, sich ein paar denkwürdige letzte Worte auszudenken. Es ist soweit, Leute. Lilith, Mordecai, ihr beschützt die Stadt. Briggs sorgt für Luftunterstützung von 1000 Cuts aus und ich klettere hoch zu Control Core Angel. Noch Fragen? Ja, warum gehe nicht ich? Ich will Hyperion, das mit Blackwing, heimzahlen. Das wirst du auch noch. Aber für den Moment musst du Sanctuary schützen, falls das hier wieder nur eine Falle ist. Du bekommst deine Rache, Mordecai. Das verspreche ich. Wenn du das sagst, Roland. Kammerjäger, die haben vielleicht eine Chance, den Kammerschlüssel zu klauen und Jack daran zu hindern, den Krieger zu wecken. Du musst nur an dem Kraftfeld vorbei, das dich atomisieren kann, den Bunker zerstören, der genug Feuerkraft hat, einen ganzen Kontinent zu plätten, und durch eine Tür gelangen, die du unmöglich aufkriegst. Damit meint er, wir werden wohl sterben. Es wird Zeit, Claptrap nach 1000 Cuts zu bringen. Er muss das Kraftfeld lahmlegen. Lasst sie leiden, Leute. Das wird sicher lustig! Gut. Hey, Slap! Ja, nee, verarschen brauchst du nicht schon wieder. Ich werde noch nicht nach 1000 Cuts reisen, weil wir noch eine Quest hatten. Beziehungsweise zwei sogar, glaube ich. Oder sogar drei möglicherweise. Highlands Overlock, genau. Die Hyperion Corporation hat einen Job für dich. Der Mordauftrag. Wir haben Feuer. Wir haben Elektroschock. Feuer. Was soll's, nehmen wir an. Die Hyperion Corporation möchte dir ein Friedensangebot machen, Mörder. Solltest du die Anzahl der Banditen auf dieser Welt nennenswert verringern, wird Hyperion dich mit einer einzigartigen, speziell für dich angefertigten Waffe belohnen. Wieso Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst? Ach, das ist ja bloß plus 10 Schaden, 10%. Nope. Bald startet die Hyperion Grinder Lotterie. Die Teilnahme ist Pflicht. Spielscheine gehen nächsten Monat an alle Haushalte. Wenn du es nicht ausgibst. So, wo soll ich jetzt hin? Lynchwood. 1000 Cuts und das Schlachthaus haben wir auch noch. Korrosion. Ich sollte die Waffe wechseln, die hat ja keinen... Ach, was mache ich denn? Special Schaden?
Meine Schotti. Oder erstmal Elektro. Wo ist denn da einer? Ach da. Ich würde gern diese Korrosion ausschalten. Weil dies behindert uns ja doch ein bisschen doll. Yes. Ja. Kammerjäger, machen Sie sie platt! Schock, sehr gut. Oh, fuck. Ich glaube, Korrosion wird unser Bild bestimmen. Hör auf. Brennen können die aber wenigstens ein bisschen. Ohoho. Das war ja der geilste Tod ever. Das toppt ja noch das dämliche Runterfallen. Wieso kommen doch immer keine raus? Yes. Ja. Ja. Yes. Ah, Mann, dieser doofe Korrosionsschaden, ey. Granaten könnten doch was bringen. Oh, verdammt. Yes. Yeah.
Lalalala. Ja. Okay. Also Schock klappt mit der Waffe ja gar nicht. So, Korrosion kriege ich hin. Dann wird schon wieder schwer. Ruhe! Okay. Gottverdammte Söldner! Hör auf! Gibt's der immer noch? Sonst entkommst du nicht! Ruhe! Yes! Ich werde dich töten! Still! Es hat nur so wenig gefehlt. Tötet ihn! Und tschüss. Noch so viele mit Feuer. Dann nehme ich doch lieber mal meine Schotti. Okay. Ich bräuchte Granaten. Ein paar. Jetzt gehe ich mal auf die andere Dorfseite. Korrosion haben wir fast. Feuer könnte klappen. Ich frage mich gerade, wir haben 49 Tode. Aber wir haben jetzt 41 getötet. Wo geht das? Ein Rätsel.
Das könnte ein Problem werden. Schnell genug, ich muss nur schnell genug sein. So geht das. Lade dich auf, lade dich auf. Sehr gut. Und hier geht's in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.